Grüße dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Meiner hat heute nicht so gut angefangen. Und es hat sich gestern Abend schon angebahnt. Ich habe gestern Abend hier so hochgezogen auf beiden Seiten und ich konnte meinen Kopf. Ah, das ist gerade. Ah, das schmerzt so doll. Das ist gerade so an Bewegung drin, was mein Kopf gerade hat. Und das sticht hier hinten rein. Das glaubt ihr mir gar nicht. Also, ich habe eine akute Nackenstarre. Und warum mache ich jetzt ein Video? Um dich mitzunehmen, wie mein Faszienkonzept bei sowas wirkt. Und ich werde jetzt Übungen machen, die hier den Druck sofort hier wegnehmen und das, was jetzt hier bei mir so ganz, ganz fest ist, ja, etwas lockerer wird, sodass ich nach den Übungen meinen Kopf etwas weiter bewegen kann. Also nochmal vorab, wie kann ich mich bewegen mit dem Kopf? Und zwar, du siehst, hier kommt schon mein Oberkörper direkt mit. Das heißt, der Kopf an sich, so alle mit aller Macht hier hin. Und du siehst hier, ich hole aber die Beweglichkeit mit aus meinem Oberkörper raus. Und ja, das sind fiese, fiese Schmerzen. Vielleicht einmal kurz dazu. Ich habe sowas schon in meiner Kindheit oft gehabt. Was ich schon immer hatte, ich habe immer extrem auf kalten Wind reagiert. Gerade hier so im Nackenbereich. Ja. Und gestern stand ich auf dem Fußballplatz und das war ziemlich windig und ich habe das total unterschätzt. Und ja, abends hat das dann angefangen, sich zuzuziehen. Auch die Nacht, boah, die war überhaupt nicht erholsam. Habe fast gar nicht geschlafen. Und jetzt, wie gesagt, nehme ich euch mit hier auf YouTube und will euch zeigen, ja, weil ich weiß, wie effektiv mein Konzept ist und ich bin mir 100% sicher, dass das jetzt gleich eine extreme Wirkung hat. Natürlich kann man dazu auch sagen, das ist ein Placebo-Effekt, weil ich glaube ja auch daran, definitiv. Ja, also muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nichts Wissenschaftliches. Ich will, wie gesagt, dich einfach nur mitnehmen und dir einfach mal so die Vorgehensweise auch da zeigen, wie ich an sowas rangehe, auch bei Kunden. Weil sowas oder mit sowas bin ich ja häufiger konfrontiert, bei Kunden zum Beispiel. Ja, da kriege ich WhatsApp-Nachrichten von meinen Kundenstamm. Oh, Tobias, ich kann meinen Kopf gerade gar nicht bewegen. Mein Nacken ist komplett zu und dicht. Was kann ich tun? Und das werde ich dir jetzt zeigen. Also, die erste Übung. Wie gehen wir jetzt vor? Wir fangen mit den Augen an. Über die Augen kriegen wir Einfluss auf unsere Hirnnerven. Unsere Hirnnerven, haben wir 12 Stück von, sind ja sehr wichtig für das Nervensystem und auch wichtig für den gesamten Körper. Und sie sind damit dran beteiligt, weil es gibt ein paar von diesen Hirnnerven, zum Beispiel der Vagusnerv, der sowohl für die Anspannung zuständig ist als auch für die Entspannung. Also es ist quasi ein Hirnnerv, der in beiden Sachen involviert ist. Und den aktivieren wir über die Augen zum Beispiel. Und da haben wir halt, wie gesagt, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil wenn wir über die Augen uns bewegen, kriegen wir auch mehr Bewegungsfreiheit schon mal in den Nacken rein. So, und wie sieht das Ganze jetzt aus? Ganz normal hinstellen, Kopf gerade halten. Und jetzt machen wir nur links und rechts mit den Augen. Also nach ganz links schauen, so weit wie es geht, und nach ganz rechts schauen, so weit wie es geht. Und das jetzt etwas langsamer. Wenn man eine Vagusnervaktivierung macht, würde man das jetzt ganz schnell machen. Ist jetzt in meinem Fall aber nicht so hilfreich, weil dann die Schmerzen, weil dann würde ich den Kopf immer ein bisschen mitbewegen und das würde dann mal die Schmerzen wieder, boah, hier, ah. Ja. Und nur die Augen nach links und rechts. Und das klingt jetzt erstmal total komisch und total, ja. Über die Augen kann ich doch nicht meine Nackenbeweglichkeit verbessern. Mach direkt mal mit und probier es aus, dass es funktioniert. So, das ist der erste Step. Mach mal jetzt noch ein bisschen nach links und rechts schauen. Und das tut mir jetzt in dem Moment schon mal ganz gut. Das merke ich auch direkt. So, dann ist es wichtig. Also du siehst, ich gehe nicht direkt hier in den Nacken rein, weil wenn der fest ist und
du da sofort mit Übungen reingehst oder mit irgendwelchen Tools, dann ist es oft so, gerade wenn es akut ist, dass sich noch mehr zusammenzieht. Deswegen ist es wichtig, erstmal so drumherum zu arbeiten und wie gesagt, das Nervensystem mit ins Boot zu holen, das Gezieltheit zu bearbeiten, plus auch die gesamte Körperstatik. Und die machen wir als nächstes. Und zwar stellst du dich erstmal hin, ich zeige das hier von der Seite. Wenn du mich hier schon länger auf YouTube verfolgst, dann kennst du die Übung auch schon. Aber sie ist extrem hilfreich. Und das ist mit einem meiner Grundübungen. Die mache ich immer, wenn ich bei Kunden bin. Also das ist, kein Kundentraining endet ohne diese Übung, weil die super wichtig nicht nur für die Füße ist, sondern für deine gesamte Körperstatik. Und jetzt machst du Folgendes. Beide Füße zeigen nach vorne. Und jetzt gehst du von der Fußspitze auf die Ferse und drückst die Ferse aktiv in den Boden rein. Stell dir vor, du möchtest mit der Ferse ein Loch in den Boden reinmachen. Und dann halt wichtig hier, richtig Ferse reindrücken und dann links und rechts. Und achte darauf, dass du den Fuß, ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, gerade, also gleichmäßig in den Boden reindrückst. Nicht nur die Außenkante, sondern auch die Innenseite. Und das ziehst du so ganz hinten hoch und auch hier bis hin zum Hinterkopf. Und hier die Stränge. Aber ich merke das, ja, das tut echt gut, diese zwei Übungen schon oder anderthalb. Und ich hoffe, du machst mit, dass du das direkt auch an dir spürst. So, wie oft macht man diese Übung? So 10 bis 20 Mal pro Fuß. Ja. Und wie gesagt, hat Einfluss auf den Nacken. Und kurz mal ausschütteln. So, das war die zweite Übung. Jetzt gucken wir mal, wie es bei mir aussieht, ob es schon ein bisschen besser ist. Und vorsichtig, ja, du siehst schon mal, er kommt schon mal nur der Kopf jetzt. Und jetzt die andere Seite, ja, oh ja, es wird, oh. Jetzt fängt der Schmerz an. Eben hat er schon direkt angefangen und jetzt fängt er an und dann merke ich den Zug. Also allein das hat jetzt schon sehr viel gebracht. Machen wir auch noch weiter. Jetzt machen wir als nächstes die Schulter, um den Nacken zu entspannen. Und dann einfach folgendermaßen, wir drehen den Arm rein und raus und gehen dabei nach hinten. Ich mache das jetzt ohne meinen Kopf. Mein Kopf bleibt vorne. Nur der Arm geht zur Seite. Und dann nach vorne hier. So weit nach vorne, wie es geht. Also reindrehen, rausdrehen. Und dann schieben wir den Arm noch jetzt in der zweiten Runde. Machen noch zusätzlich die Stechbewegung. Das wirkt dann noch besser. Und das zieht halt hier Schulter und auch den Nackenstrang hoch. Wie gesagt, man muss das alles schön langsam machen, weil sonst, wenn das akut ist, so wie bei mir gerade, das tut ja höllisch weh, weil der Nerv dann schön getriggert wird. Die Verspannung wird dann auf den Nerv draufdrücken, bei mir jetzt ja auch. Und ja. Und was ich auch habe, was ich dazu bekommen habe, hier, weil ich das ja auch immer schön sage, dass Nacken und Schulter hier dieses Kribbeln und Handgelenksprobleme auslösen kann. Und das habe ich auch jetzt genau damit zusammenbekommen. Und da sieht man halt auch wieder, wenn da der Nervenstrang nicht richtig arbeiten kann, was das für Auswirkungen halt bis in die Finger haben kann. Hier reindrehen, rausdrehen und dieses Stechen. Aber man merkt mit jeder Übung, wird es schon besser. Und ihr habt den Vorteil, ihr habt direkt eine Anleitung, die ihr machen könnt. Wie so ein Nackenprogramm letztendlich, was ihr komplett gratis bekommt. Könnt ihr jetzt sagen, ach, der Spund, dass der markiert oder das, was der da zeigt, bringt ja alles nichts. Ich sage nur dazu, probier es aus.
und bitte dann deine Meinung, nicht andersrum. Weil viele bilden sich ihre Meinung, machen die Übungen nicht und sagen, was ist das für ein Schwachsinn, das bringt doch alles nichts. Wie willst du mit Übungen gezielt die Faszien lösen? Und ja, dabei reagieren Faszien viel, viel besser auf Übungen als auf therapeutische Geschichten. Und ja, am besten ist natürlich immer die Kombi. Aber gehe ich mit zum Therapeuten? Nein, weil ich ja genau weiß, was zu tun ist. Ich werde das dann nachher noch mit Wärmebahn, das habe ich gestern Abend schon getan. Das hat dann auch ein bisschen was gebracht, so für den kurzen Moment. So ein Kirschkernkissen draufgelegt. Aber nach der halben Stunde war es wieder fest. Ja. Und da Übungen hatte ich gestern Abend keine gemacht mehr, weil ich da auch keine Lust zu hatte in dem Moment. Ich wollte einfach nur ins Bett, weil ich dachte, ich schlafe gut, aber das war der Trugschluss. Okay, so. Jetzt gehen wir schon mal so ein bisschen an den Nacken ran, gezielt ran. Und zwar ist Arme runter, ja, also hier nach unten, Daumen nach außen. Und jetzt den Kopf nach vorne schieben und zurück. Und ich bleibe jetzt erstmal nur in der Ebene. Schön langsam nach vorne und zurück. Das tut, vor allem wenn ich jetzt nach vorne gehe, zieht es natürlich hier ordentlich. Aber es ist aushaltbar. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein Gefühl ist, dass da sofort der Nerv zumacht oder was auf den Nerv drauf drückt. Ich merke es, aber es ist, wie gesagt, aushaltbar. Und jetzt gehe ich mal Stück für Stück zur Seite, so wie es geht. Also bei mir ist jetzt nicht nur eine Seite dicht, es sind beide Stränge sind bei mir betroffen. Das ist auch sehr selten. Dann habe ich immer hier die linke Seite, ist bei mir immer die, die eigentlich immer zumacht. Aber guck mal, es geht schon viel, viel besser. Ich komme jetzt schon mit dem Kopf viel, viel weiter. Das ist doch geil. So, das reicht schon. Wie gesagt, nicht zu viel im akuten Zustand. Und jetzt mache ich mal die Vagusnervgeschichte. Das geht so ähnlich wie, wo wir angefangen haben. Nur, dass ich jetzt die Augen schneller hin und her mache. Und dann siehst du, geht mein Kopf so ganz leicht mit. Und wenn man das natürlich in dem ersten Zustand macht, wie gesagt, ich merke schon, da hat sich schon extrem was gelöst jetzt. Das tut richtig gut. Na, also so schnell die Augen links und rechts bewegen, wie es geht. Okay, so jetzt machen wir den Kopf leicht so nach oben bewegen. Ja, das geht. Und jetzt den Unterkiefer nach vorne schieben. Dann so den Kopf drehen, so wie es geht. Oh, das geht ja schon richtig weit. Jetzt runtergehen und den Unterkiefer zu der Seite, wo mein Kopf jetzt hin zeigt, da hinschieben. So. Dann wieder vorsichtig hoch in die Mitte. Unterkiefer nach vorne schieben, zur anderen Seite und hier, ah ja, die ist fester, oh, ah, ja, da komme ich gar nicht so weit, also da ist jetzt hier, weiter komme ich nicht, aber, und jetzt hier, wieder hoch und zur anderen Seite. Aber das tut auch gut hier, die Übung. Und ich merke, ich kriege den Kopf weiter rum. Jetzt gucken wir hier nochmal nach rechts. Ja, auch da. Oh, super. Guck mal. Und der Schmerzpunkt verschiebt sich jedes Mal. Das ist das Schöne. So, einmal noch.
Man kann auch das hier so ein bisschen ausklopfen. Das mache ich jetzt mal hier den Strang mit dem Zeigefinger. Das heißt hier vom hier Hinterkopf und dann den Strang hier so runterklopfen mit dem Zeigefinger. Das löst auch nochmal zusätzlich. Das hält aber in der Regel nicht lange an. Aber das ist nochmal so für die Durchblutung ganz gut. Und das kann man auch zwischendrin öfters mal machen. Dann einmal hier auch so um das Ohr drumherum und hier so, ja, da. Aber ich merke, das ist nicht mehr ich bewege mich und sofort geht nicht. Das ist schon viel, viel besser jetzt. So, und dann gucken wir mal. Na, es zieht natürlich auch hier so runter. Also man könnte jetzt noch die Schulterblätter mit dazu nehmen, aber ich will das Video jetzt hier nicht unbedingt in die Länge ziehen, sondern ich wollte dir erstmal zeigen, dass man bei akuten Geschichten, weil viele sagen dann, um Gottes Willen irgendwas machen, aber wenn du halt so einen Zug bekommen hast wie ich, ne, wenn du das einordnen kannst, dann mach sofort was, weil dann wird es schlimmer, wenn du nichts machst. Und das würde ich einfach nur hiermit zeigen und das dann so Faszienübungen extrem helfen. Und jetzt schauen wir nochmal am Ende, wie weit ich jetzt meinen Kopf, schaut mal, oh, boah, guckt mal, ich blende jetzt nochmal das am Anfang ein. Das ist aktuell am Anfang. Und hier nach rechts, auch da, guckt mal, tut wesentlich mehr weh. Aber auch hier, ich komme viel, viel weiter. Vorhin, also wie gesagt, ich blende das nochmal ein. Also das ist ja der Wahnsinn. Und genau das habe ich auch erwartet. Weil wie gesagt, ich habe das schon öfters angewandt bei mir, weil ich öfters mal hier Nackenzug kriege aufgrund von Witterungseinflüssen, weil ich sehr viel draußen bin. Und ich kann mir halt immer selber helfen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme euch direkt mal mit ins Boot und zeige euch, ja, was man in so einem Fall in einem akuten Zustand machen kann. Und wenn du jetzt sagst, und ey, die Übungen haben mir genauso gut getan, ich will noch ein bisschen mehr, ich will noch was anderes erleben, dann bist du eingeladen, am 16.01. bei meinem Faszien-Webinar, 19 Uhr, live dabei zu sein. Wie kannst du daran teilnehmen? Einfach in die Videobeschreibung hier bei YouTube schauen und da findest du einen Link, wo du drauf drückst und dann kannst du dich gratis eintragen. Also sicher dir einen Platz, musst du dir sichern, weil sonst kann es passieren, dass das Webinar schon voll ist und du keine Möglichkeit hast. Also nur über diesen Link kannst du an dem Webinar teilnehmen. Es wird nirgendwo anders zu finden sein. Ich mache das über Zoom und das ist halt eine super Software, die funktioniert einwandfrei und deswegen mache ich das darüber. Und ja, du musst dich halt nur, wie gesagt, einmal dafür anmelden und dann bekommst du per E-Mail alle wichtigen Informationen rund um dieses Webinar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und wir sehen und hören uns, dein Tobias.